Wenn die Bürgermeisterin von Rosenheim mit einem Elektroroller durch den Festsaal fährt, dann ist das nur ein weiterer von zahlreichen Höhepunkten des diesjährigen Tanz in den Mai, der Ball für Bürger und Polizei. Bereits zum 34. Mal hat die DPOLG Bayern diese Veranstaltung auf die Beine gestellt. Er ist noch nie ausgefallen, er ist wirklich seit der Zeit immer am 30.04. der Tanz in den Mai, der Ball für Bürger und Polizei. Auf sich hat es, dass man versucht, den Kontakt zwischen Bürger und Polizei auch mal auf eine andere Art und Weise eben tänzerisch näher zu bringen und zu pflegen. Damit das Tanzbein auch geschwungen werden konnte, war extra aus Donauwörth die Overman Brass Band rund 200 Kilometer nach Rosenheim angereist. Und die volle Tanzfläche beweist, sowohl für die Gäste als auch für die Band hat es sich gelohnt. Gefeiert wurde aber nicht nur der Tanz in den Mai. Auch das Polizeipräsidium Oberbayern Süd feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen. Also insgesamt sind wir sehr zufrieden. Also wir haben eigentlich, was die Kriminalitätsbelastung angeht, sind wir gut. Also wir haben sinkende Kriminalitätsraten. Es gibt heute weniger Kriminalität wie noch vor 10 Jahren. Wir haben sicherlich neue Herausforderungen. Und wenn man insgesamt mal schaut von den Großereignissen, also wir sind ja keine Stadt wie eine Millionenstadt, aber wir haben trotzdem immer genügend zu tun. Und wir haben natürlich auch besondere Vorfälle. Ich sage jetzt mal das Eisenbahnunglück in Bad Aibling vor 3 Jahren oder also ein Doppelmord in Höfen, um einige Fälle herauszufinden. Das sind schon Dinge, die sind auch für uns nicht so schön. Aber insgesamt sind wir wirklich zufrieden. Traditionell gibt es beim Tanz in den Mai immer Spezialgäste. Heuer waren die ehrenamtlichen Helfer vom Technischen Hilfswerk geladen. Ja, das THW ist mir dann heuer eingefallen im Winter, nachdem die Schneekatastrophen waren, hat man gesehen, wie viel Einsatz sie leisten und der geht irgendwo immer unter. Und wir haben aber auch Berührung, die Polizei hat Berührung mit dem THW, die fahren auf der A5, auf der A8 auch Streifen und sind da im Einsatz, wenn es um Stauabsicherung geht oder Unfallgeschichten zu machen sind, dann ist das THW auch im Einsatz. Eine volle Tanzfläche, ein 10-jähriges Jubiläum, eine Würdigung des Ehrenamtes. In der Reihe der Höhepunkte darf eine Tombola mit tollen Preisen nicht fehlen. Und die Lose für jeweils 3 Euro waren bereits nach nicht mal einer Stunde alle vergriffen. Wir freuen uns, dass wir so viele Sponsoren gefunden haben, die uns dann auch die Preise zur Verfügung gestellt haben. Teilweise kriegen wir Geldbeträge, mit denen wir dann günstig irgendwo dann Preise einkaufen können. Oder wir haben dann Sachspenden, die wir bekommen und das ist dann hier alles ausgestellt an der Tombola. Der Erlös in Höhe von 3.000 Euro kommt der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft zugute. Das Geld können wir immer gut und dringlich brauchen, weil nämlich die Umkosten für die Stiftung steigen. So wie die geschädigten Polizeibeamten mehr werden, werden natürlich auch die Aufenthalte in der DPOLG-Stiftung mehr. Und die Einnahmen wachsen nicht in den Himmel. Und wenn man auf Bußgelder und Spenden doch häufig angewiesen ist, ist es gut, dass die Leute hier für unsere Stiftung tanzen und mit diesen Losen uns einen zu erwartenden Gewinn von etwa 3.000 Euro doch zur Verfügung stellen. Der Tanz in den Mai in Rosenheim. Wer ihn verpasst hat, sollte nächstes Jahr auf alle Fälle vorbeischauen.